Zum Schnupperstudium an der Hochschule Coburg mischten sich auch in diesem Jahr wieder hunderte von Schülern unter die FH-Studenten. Sie nutzten die Gelegenheit, um 2 Tage lang hautnah ihre Wunschstudiengänge unter die Lupe zu nehmen. Hörsäle, Labore und Werkstätten standen an diesen Tagen weit offen. Professoren und Studenten ließen keine Frage unbeantwortet. Mehr als die Hälfte der interessierten Schüler war speziell für die Informationstage nach Coburg gekommen. Die insgesamt 14 Bachelor- und Diplomstudiengänge warteten an 3 Standorten mit einem breiten Infoprogramm auf die Interessierten. Nach Einführungsveranstaltungen ging es meist auf Besichtigungstour oder man legte gleich selbst Hand an. Erste kreative Versuche, beispielsweise bei den Architekten am Schillerplatz. Und die Erwartungen sind hoch. Ja, also mal einen Einblick in die Inhalte des Studiums zu bekommen und um was es eigentlich geht, was man so macht und auch mal zu sehen, wie, weil es ist ja an jeder Uni, FH, ein wenig anders und wie es genau in Coburg hier abläuft. Vizepräsident Michael Heinrich betonte bei seiner Begrüßungsrede die Vorteile, die ein Studium an der Hochschule Coburg mit sich brächte. Bei dem breiten Angebot an Studiengängen werde großer Wert auf interdisziplinäre Zusammenarbeit gelegt, ebenso wie auf das Kooperieren mit externen Firmen. Auf der verhältnismäßig kleinen Hochschule könne jeder Einzelne individuell gefördert werden. Auch das ausgeprägte kulturelle Leben und die idyllische Lage der Festestadt seien Pluspunkte für eine Studienplatzwahl in Coburg.